Hallo an alle, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Pressekonferenz. Unser SCP-07 Kids Club feiert in dieser Saison sein 15-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass dürfen wir heute 33 Kinder hier bei uns im Medienraum in der Home Deluxe Arena begrüßen zu einer Pressekonferenz mit unserer Kids Club-Verantwortlichen Wiedke Herdejürgen zu meiner Linken und unserem neuen Kids Club-Paten, unserem Torwart Pelle Bufing zu meiner Rechten. Moin. Mit Applaus sogar. Mit Applaus sogar. Bevor wir aber in die Fragerunde mit dir, Pelle, starten, starten wir erstmal mit dem Eingangsstatement von Wiedke. Dir gehört das Wort. Vielen Dank. Genau, also von mir nur ganz kurz. Ich möchte euch gar nicht vom Fragenstellen abhalten. Wie Henry gerade schon ganz kurz gesagt hat, ist es eine ganz besondere Saison für uns. Der Kids Club wird 15 Jahre alt, also gibt es schon super lange. Und damit ihr auch was davon habt, haben wir uns für diese Saison ganz viele tolle Aktionen überlegt. Wir werden den Geburtstag gebührend feiern und hoffen, dass ihr uns doch ganz, ganz fleißig unterstützt und immer mit dabei seid. So, dann jetzt, wer hat eine Frage? Wer möchte starten? Was magst du lieber, Mathe oder Deutsch? Gute Frage. Ja. Was, ich würde einmal gerne bei euch sehen, mach mal einmal deine Hand hoch, wenn du denkst, es ist Mathe. Fast alle. Es ist aber Deutsch. Ich habe tatsächlich in der Schule Deutsch gehabt und Mathe war gar nichts für mich. Also ich habe wahrscheinlich auch wie ihr mal zu Hause gesessen, Hausaufgaben gemacht und im Weinen aus... im Tränen mich dann wieder auf der Couch gesetzt, weil es ging gar nicht. Das hat man mal. Es war nicht so mein Fach, aber meine Eltern haben mich gut unterstützt. Und bei Deutsch ging es ein bisschen einfacher. Welchen Spieler finden Sie besser, Messi oder Ronaldo? Dann machen wir einfach nochmal wieder eine Frage von mich an euch. Was denkt ihr, würde ich auswählen? Hände hoch für Ronaldo. Ja, das wird dann wahrscheinlich 50-50 sein. Ich finde das eine gemeine Frage immer. Ich würde eher Messi nehmen. Wie ist es denn bei euch? Erleichterung bei allem sich. Ja, wir gucken also mal. Gibt es denn Kids unter euch? Könnt ihr mal Finger hoch machen. Wer von euch findet Ronaldo besser? Und der Rest? Messi? Ja, Messi ist der Goat. Was ist dein absolutes Lieblingsauto? Lieblingsauto? Ich bin eher der Fahrradfahrer. Typisch Holländer. Es ist halt typisch holländisch. Aber ich finde Lamborghinis sehr schön. Ja. Was war dein schönstes, aber auch schwerstes Spiel? Ich glaube, das ist mein offizielles Debüt gewesen gegen SC Freiburg im Pokal. Das war das erste Mal, dass ich für so viele Zuschauer gespielt habe. Es war ein sehr schweres Spiel, aber wir haben sehr gut gespielt und wie ihr hoffentlich alle noch wisst, haben wir das Spiel gewonnen. Also das war auf jeden Fall mein schönstes Spiel auch. Ja. Bei welchem Verein hat deine Karriere angefangen? Also mein erster echter Profiverein ist der SC Paderborn. Ich habe in Deutschland erst vor ein paar Jahren angefangen bei einer Regionalliga-Mannschaft, SSV Jeddelo. Und danach bin ich zum VfB Oldenburg gewechselt. Die haben damals auch Regionalliga gespielt. Und davor habe ich halt nur in der Jugend in Holland gespielt, bei FC Groningen und FC Twente Enschede. Aber da bin ich noch nicht wirklich durchgebrochen. Also ich bin ein Spätwechsler, sagt man das? Ich bin erst spät gewachsen. Also ich habe mich erst spät, relativ spät entwickelt. Was findest du an Torwart so schön, dass es dich überbracht hat zu werden? Gute Frage. Ich finde es sehr schön, dass man sehr viel Verantwortung hat. Ein Torwart kann manchmal ein Spiel entscheiden, ob das dann positiv ist oder negativ. Das kann halt in beide Richtungen gehen. Man versucht immer, dass es positiv ist.
aber man hat sehr viel Verantwortung. Alle gucken auf dich, auf deinen Job, und manchmal kannst du ein Held werden. Und dieses Gefühl, dass alles auf dich steht am Ende, das ist, das macht was mit man. Und deswegen finde ich es sehr schön. Und heutzutage, das passt mich natürlich super, wird der Torwart sehr viel integriert, auch im fußballischen Bereich. Und das finde ich, das macht mir sehr viel Spaß. Also deswegen passt es im Moment super. Wenn du als Kind immer eine Serie am Abend geguckt hast, welche war das? Ich habe früher Avatar sehr viel geguckt. Also nicht diese blauen Menschen, aber Avatar Aang. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja. Das habe ich früher sehr, sehr viel geschaut. Also, ja, kann ich euch empfehlen. Habe ich mit meinem Vater sogar geguckt. Mein Vater hat immer gesagt, wo ich Nickelodeon oder so geguckt habe, was guckst du hier für Sachen an? Geh raus, geh spielen. Hat er recht gehabt. Aber wenn Avatar lief, dann hat er sich neben mir gesetzt und haben wir zusammen geguckt. Musstest du schon mal im Spiel auf Toilette? Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich muss aber, vor dem Spiel trinke ich sehr viel Wasser. Also ich muss sehr oft auf die Toilette kurz vorm Spiel. Aber wenn ich dann rausgehe, dann eigentlich gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, vielleicht das, weil du so im Spiel drin bist, dass du das nicht mehr merkst. Ja, also nee, ich hab's noch nie gehabt, dass ich unbedingt aufs Klo gehen muss. Gute Frage. Wie läuft so ein Spieltag eigentlich als Spieler ab? Das ist ein bisschen abhängig, ob wir zu Hause oder auswärts spielen und auch abhängig von den Uhrzeit. Wenn wir zum Beispiel zu Hause ein Abendspiel haben wir nicht so oft, aber wenn wir es haben, dann trainieren wir noch an dem gleichen Tag morgens. Nicht doll, aber ein bisschen um zu aktivieren, den Körper warm zu machen. Das ist auch das Gleiche, wenn wir auswärts abends spielen, dann aktivieren wir uns nochmal morgens. Und wenn wir mittags spielen, dann ist es morgens ganz normal Frühstück. Dann kannst du dich nochmal ein bisschen ausruhen. Und dann gibt es ständig immer 3 Stunden vorm Spiel, also für mich 3 Stunden vorm Spiel, ein Pre-Match-Meal, also eine Mahlzeit, die du dann am besten 3 Stunden vorm Spiel essen kannst. Und dann geht's zum Stadion und dann spielen wir halt. Sind Sie zufrieden mit dem Team? Ja, voller Überzeugung. Ich glaube, wir haben ein super Team. Super Typen. Wir kommen alle sehr gut miteinander klar. Wir haben sehr viel Spaß, aber wenn es ernst sein muss, dann sind wir auch ernst. Und ja, ich finde es im Moment sehr cool mit allen. Also ja, ich bin super zufrieden. Was ist deine Lieblingsstadt in den Niederlanden? Ich bin nicht so jemand, der so gerne in die Großstädte geht oder so. Ich komme selber aus einer relativ kleinen Stadt, Hengelo. Und da bin ich, glaube ich, dann am liebsten. Also meine Heimatstadt, da wo viel von meiner Familie dann auch wohnt, meine Freunde und vor allem meine Eltern. Deswegen, glaube ich, bin ich am liebsten einfach in die Heimat. Wenn ihr euch die Heimat mal angucken wollt, wir hatten mal ein Video mit den Eltern von Pelle gemacht, dann könnt ihr euch Hengelo mal angucken. Wolltest du schon mal was anderes werden als Fußballer? Ich habe früher mal gedacht, dass ich vielleicht ins Armee will. Vielleicht sagst du es richtig? Armee? Aber eigentlich wollte ich schon sehr früh Fußballer werden. Das war mein Kindheitstraum. Und ich habe auch noch nie gedacht, okay, jetzt, wo ich jetzt Fußballer bin, dass ich sage, okay, ich will eigentlich was anderes. Ich will Fußballer bleiben. So, dann würde ich sagen, haben wir die Pressekonferenz jetzt geschafft. Dann ist jetzt gleich Zeit für Autogramme. Dankeschön, dass ihr dabei wart und so falsche Fragen gestellt habt.